Und wir haben eine 10er Giftwaffe. Vielleicht habe ich es ja jetzt mal jemand zu vergiften, immerhin. Wäre ja auch mal schön. So, ja, Hans, das kenne ich. Ich weiß auch manchmal nicht, ob 4 oder 4 vor oder nach 7 kommt. Denn 7 ist besser als 3. Und ja, ich bin scheiße hart. Der Schluckauf kam gerade. Das Luftholen kam gerade in den falschen Moment. Ich bin auch scheiße hart werbegeschädigt. War eine Autowerbung mit 7 Jahren Garantie oder so. Und 7 ist besser als 3. Geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine, so dumm kann man gar nicht sein. Warte, Achesino ist ja nicht gerade dafür bekannt, Sachen zu treffen. Ah, er trifft die Schlüsse auf dem stillen Örtchen. Ab und zu, in der Tat. Wobei das Problem ist, too much infos. Too much input, gerade da, wieder coming. Problem ist, wenn die Vorhaut so ein bisschen zu groß ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es ja so verschiedene Optionen, wie die Vorhaut gewachsen ist. Und dass sie dann entweder so einen Doppelstrahl macht. Oder, was auch passiert, bei mir fehlt dieser zweite, weil ich habe einfach nur einen. Ich halte das ins Klo und das Ding geht nicht so, sondern einfach BAM. Es ist teilweise echt scheiße schwer zu treffen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich schon ab und zu mal nicht getroffen hätte. Aber ich will es jetzt auch nicht spontan verneinen. Und das wird witzig. Denn, es war bei realer Irrsinn. Ich glaube im Bundestag oder so, haben sie mal tausende von Euro rausgehauen, wenn nicht sogar mehr, weil Reinigung der Klos bei den Männern. Vor den Pissoirs waren zu viel Pisse runtergelaufen, nicht getroffen, und bevor die da so viel Geld ausgeben dürfen, müssen sie erstmal eine Gutachter holen. Und dieser Gutachter kam halt hin und war halt die Frage, okay, gut, warum kommt denn da die Pisse überhaupt hin? Ich meine, die Pissoir sollten wir ja nur treffen. Und nach vielen Experimenten mit einer Gießkanne, wie denn die Pisse da hingelaufen ist, wo sie hingelaufen ist, wo es halt gelb war, wo es gereinigt werden musste, war ein paar Tage das Klo gesperrt, kam dieser Gutachter zu dem Schluss, der Grund, warum so viel Pisse daneben geht, ist die Überschätzung zwischen Penisende und Pissoir, die Politiker so treffen. In anderen Worten, sie überschätzen die Größe ihres Penises und deswegen pinkeln sie daneben. Shit happens. Hoffentlich nicht gleichzeitig. Realer Irrsinn, das kann ich nur empfehlen. Gerade die Folge war einfach super und grandios geil. Viel Spaß damit, um nochmal den genauen Wortlaut zu hören, die ich natürlich gerade nicht 1:1 wiedergeben kann. So, dann gönnen wir uns nochmal ein paar Bömmchen für das, was wir als nächstes vorhaben. Wobei ich keinen Plan habe, was das ist. Irgendwas, was mit Giftstoffen getötet werden kann. Wahrscheinlich, auf geht's. Scrollen wir mal hoch. Er trifft die Schüssel, genau. Bin mir nicht sicher. Ja, genau. Ich meine, stell dir vor, er wacht morgens auf und trifft nicht die linke Seite der Schüssel, wo man morgens hinziehen sollte. Oh, apropos. Als kleines Kind hatte ich auch diese besondere Fähigkeit. Jeder kann ja irgendwas gut. Bei mir war es halt das. Beim frühmorgendlichen Pissen. Vielleicht teilweise mit Morgenlatte, teilweise ohne. Im Pissoir beim Sitzen zwischen dieser Abdeckung vom Klo und dem Porzellan des Klos durchzupinkeln. Ich habe mich als Kind regelmäßig am Morgen auf dem Klo selbst bepinkelt, weil ich einfach dieses Loch da jedes Mal getroffen habe. Könnt ihr jetzt meinen, der Penis ist zu klein gewesen, aber das würde ich vehement bestreiten. Ich habe einfach mit zu viel Druck gepinkelt, deswegen hat er sich aufgerichtet. Was Schritt 1 nicht ausschließt. Aber darüber denke ich noch nach. Ab in den Chat. Ich stelle mir vor, wie er morgens aufwacht und morgens sind sie, genau. Einfach wie ein Rasenspringer machen so tsch. Ja. Er feiert sich, weil die Schüssel nicht immer trifft. Nein, ich feiere mich nicht jetzt hier so. Okay, kann man mal machen. Jungfernhaut ist die Haut, die abbaut, wenn die Vorhaut zuhaut. Und, das kannte ich schon, sorry.
Und dann kann es vorkommen, dass unser Nach... What the fuck? Und dann kann es vorkommen, dass unsere Nachkommen zu früh kommen und wir mit unseren Einkommen nicht mehr auskommen. Den Teil kann ich doch nicht sehr nice. Und wenn er immer trifft, ist es ja auch langweilig, Digga. Das habe ich auch mal geschafft. Nice, Hans pinkelt sich ein, weil er auf dem Klo im Sitzen so genau schießt. Jetzt, ja, ja, exakt. Soll doch mal jemand sagen, ich kann nicht zielen. Die Night. Ich bin übrigens sehr überrascht, dass während des kompletten Streams noch niemand mir den Follow gekündigt hat. Ich bin schon bei 277 Followern, das sind 2 mehr, als ich eigentlich kann. Ich lebe gerade über meine Verhältnisse. Okay. Da was geklärt habe. Ich würde noch eine letzte Quest machen, weil dann haben wir 22 Uhr und ich muss morgen wieder arbeiten. Und sogar viel arbeiten, weil ich Dienstag wieder die Vorstellung habe. Ey! Ich würde heute eigentlich den ganzen Tag streamen, aber lieber war ich nochmal ganz kurz beim Friseur. Meiner Mutter. Die auch jetzt festgestellt hat, dass meine Haare oben weggehen. Ich kriege wirklich Glatze. Alter, das regt mich so auf. Wobei, vielleicht sehe ich gut aus mit Glatze. Ich würde nochmal ein bisschen Alpecin benutzen. Ich sage euch dann in 2-3 Wochen, wie es funktioniert hat. Warum bin ich eigentlich hier? Vielleicht wäre es ganz cool, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich mit Klatze, also gut rasierter Klatze, oder aber mit längeren Alpecin-Haaren gut aussehe. Müssen wir dann mal schauen. So, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob Alpecin-Kacke riecht oder nicht. Das kommt dann nochmal erschwert mit hinzu. Wir nehmen gerade mal nicht den Luftkampf. Ich würde hier... Wagemut haben wir noch nie probiert. Leute, welchen Stil würdet ihr jetzt gerne mit Schild und Schwert sehen? Schreibt mal was in die Kommentare. In der Zeit lese ich die Kommentare. Was für ein Zufall. Ich würde dir eigentlich nochmal followen. Hey, nice. Also einfach die followen, nochmal followen. Easy. Der Scharfschütze sie nur schlägt. Ich meine, pisst wieder zu. Hans, Tipp geben Klatze. Verliere keine Haare. Wusstet ihr eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist eine Klatze eigentlich eine äußerst ausgefallene Frisur? Luftkampf mit SNS. Alles klar, den haben wir mit dabei. Was für ein Zufall. Und dann Schlückeke. Weil es cool klingt. I guess. Okay. Dann Luftkampf. Er hat es schon gedacht. Alpecin Koffein-Shampoo. Nicht konsumieren. Es hat nicht denselben Effekt wie Kaffee. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Wenn ich dann hier irgendwann mit Löwenmähne sitze, wisst ihr Bescheid. Ich habe tatsächlich einmal, als ich noch etwas kürzere Haare hatte, die etwas länger gewachsen waren in dem Moment. Uraga, du hast doch Giftschwäche. Uff, geht's, mein Freund. Hatte ich tatsächlich mal aus Versehen das Shampoo meiner Mutter benutzt. Also Frauenshampoo. Und Alter, hatte ich eine Löwenmähne an dem Tag. Mit extra Volumen, wie es so schön heißt. Das funktioniert wirklich. Alter, hat es gerade 32 Verteidigungen bekommen? Ja, tu da mehr Leder drauf. Richtig geiles Leder läuft bei dir. Ich dachte, das kann man vielleicht auf 30 oder auf 24 hochballern. Aber das steigt ja um 4 hier pro Verbesserung. Das erklärt doch, warum jemand meinte, ey, das ist so ein Mix-Set, mit dem du da wunderbar durchkommst, wenn du es verbesserst. Das Verbessern ist hier stärker als in früheren Spielen. Also man lernt auch nicht aus, gerade wenn man nie was Neues macht. Auch mal wieder eine wahre Weisheit von Sinu. Immer versuchen, nicht zu vergessen. Irgendwann werde ich, wie gesagt, mal ein Buch rausbringen mit Sinus Weisheiten. Und, die Jägerknicke ist auch schon in Bearbeitung. Zumindest gedanklich. Kann ich also noch um Jahre handeln, bis es wirklich rauskommt. Okay, jetzt Maximum, Maximum, Maximum. Sei einfach ein maximalig. Und dann können wir losballern. Hammer, Hammer, Hammer. Uff, geht's, tralala. Frag nicht, woher ich das weiß. Vielleicht doch einfach mal selber ausprobiert. Wo ist mein Trinken? Ich wollte doch wunderbar hydriert bleiben, falls Hydrate Yourself ausnahmsweise mal wieder im Stream vorbeischaut. Aber es ist nicht da. Belastend. Dann muss ich halt in dieser Hitze komplett ohne sein. Passiert. Giftprofessor, gehen wir uns nochmal kurz mit dazu. Wenn mir sogar das Spiel unterschwellig Gift andrehen will, habe ich mit meiner Waffe gerade eine sehr gute Hoffnung. Das Problem, was ich gerade sehe, ist, dass ich nur 2 Kaltgetränke habe
und einen kompletten Kampf über vielleicht 20 bis 30 Minuten mit 2-3 Mal Sterben ohne Maxi-Tränke im Vulkan durchhalten muss. I'm gonna die, my friend. I'm gonna die really hard. Der könnte in der 6 sein. Hat noch so vorhin in der 10. Gut, das war fast schon zu erwarten. Kann man mal machen. 7 ist auch eine Option. Bei 7 könnte sogar als Begrüßung einmal ringsrum rollen. Ich benutze auch das Shampoo meiner Mutter, aber absichtlich. Wegen meinen Super Saiyajin 3 Haaren. Oh, nur ballern muss man gut. Sehe ich ein, die lassen sich damit auch sehr gut erreichen. Ein Shampoo ist immer so eine Sache. Ich meine, man kauft das Shampoo, was einen am meisten beleidigt. Für brüchiges und trockenes Haar. Für langweiliges Haar ohne Zukunft. Für Haar, was vor Fett nur so trieft. Wenn sie doch endlich mal gut riechen wollen. Ich verstehe genau, was du meinst. Wobei meine Schwester mich immer noch damit getrollt hat, dass sie mir 3 Jahre lang in Folge so einen Pflegebeutel mit Shampoo, Deo, Deodorant und Zahnpasta und Zahncreme geschenkt hat. Was ich natürlich nie irgendwie als zweideutig aufgesehen habe. Immer noch die miesesten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Und ich habe schon einiges bekommen. Ich habe meinem Vater mal literally nichts geschenkt, weil ich gefragt habe, was wir zu haben, nichts. Und dann habe ich ihm eine leere Box geschenkt, die mit 30 Laken Geschenkpapier umwickelt war, wo drin nochmal Geschenkpapier war, nur damit er immer nichts bekommt. Und er hat anschließend dann den Badeschwamm, den ich rausgenommen habe, ohne Geschenkpapier bekommen. Aber ist einer meiner Lieblingswitze, wenn jemand sagt, oh, ich möchte nichts haben, ihm literally nichts zu schenken. Denn ich schenke niemandem was. Ich bin ein harter Bursche und auf geht's.